Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich wirklich auch zu Wort kommen, nachdem, wie wir es gerade gehört haben, BMW schon so im Fokus stand, einer unserer Erzrivalen, aber auch natürlich ist die Designbranche relativ klein. Wir kennen die Kollegen und uns verbindet auch ein freundschaftliches Verhältnis. Aber jetzt wollen wir Ihnen gern etwas erzählen über die Textilentwicklung bei Mercedes. Ja, das Auto, wir feiern ja gerade ein großes Jubiläum, 125 Jahre Automobilbranche und wir waren natürlich die Erfinder des Automobils. Die Motivation, Autos zu gestalten, emotionale Autos zu gestalten, hält natürlich nach wie vor an. Auch wenn wir, denke ich, vor einer der größten Herausforderungen in der ganzen Branche mittlerweile stehen. CO2-Diskussion, Klimadiskussion, das wird unsere Branche umwälzen. Und natürlich auch uns in unseren Jobs, mit unseren Aufgaben im Design. Aber das Thema Emotionalität und Auto, das wird uns erhalten bleiben. Und das zeigt zum Beispiel hier unser eCell SLS, ein alternativer Antrieb, aber trotzdem das, was ein Auto ausmacht, was uns nach wie vor begeistert, das wird erhalten bleiben. Ja, Autos sind in Zukunft sicherlich auch noch ein Bestandteil aus dem Stoff, aus dem die Träume sind. Aber wir bei Mercedes sind der felsenfesten Überzeugung, dass traumhafte Autos auch traumhafte Stoffe brauchen. Jetzt wissen die meisten vielleicht gar nicht so sehr, was steckt denn dahinter. Dann gehe ich zu einer Weberei und suche mir einen schönen Stoff für ein Auto aus und damit ist der Job schon getan. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich die Ina von Schepanski mitgebracht habe, weil so einfach ist es leider nicht. Für uns Designer, wir kommen natürlich schnell auf Ideen und meine Kollegen haben natürlich immer ein bisschen das Problem, jetzt kommt er wieder mit einer neuen Idee und die müssen es ausbaden. Das macht sie mit Bravour. Wir würden Sie jetzt gerne einladen in eine kleine Reise in die textile Welt von Mercedes. Wir geben Ihnen erstmal eine kleine Vorstellung des Entwicklungsbereiches und des Designbereiches. Nehmen Sie mit in eine Zeitreise. Was bedeutet denn Auto und Textil? Wie wurde es in der Vergangenheit angewendet? Dann werde ich ein bisschen über die Anforderungen und Herausforderungen im Design, im Color- und Trim-Design sprechen. Dann, Ina, übernimmst du, erzählst nochmal über die Herausforderungen in der Technik. Und dann werden wir mit einem Ausblick und auch mit einer kleinen Forderung, was wir von Ihnen erwarten, was wir von der Textil- und Garnindustrie uns wünschen, schließen. Ina, sag doch mal ein paar Worte zu unserem zweiten Zuhause. Ja, genau. Also, seit dem Jahr 2000 sind alle Entwicklungsaktivitäten im Mercedes-Benz Technology Center im MTC in Sindelfingen vereint. Im MTC sind neben dem Programmmanagement der unterschiedlichen PKW-Baureihen auch die Querschnittsfunktionen unter anderem Design, Elektrik, Fahrwerk, Sicherheit und Testing angesiedelt. Aufgaben der rund 6.600 Mitarbeiter im MTC ist die Entwicklung der Produkte aller PKW-Baureihen. Das sind Maybach, Mercedes-Benz und Smart. Von der Konzeptphase bis zur Serienproduktion. Ja, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auf den Designbereich eingehen. Sie sehen unseren berühmten Fächerbau. Das ist ein Entwurf von Renzo Piano. Wir sind sehr stolz auf dieses Gebäude, denn wir glauben einfach, ein kreatives Schaffen braucht ein kreatives Umfeld, einen besonderen Bau. Und dieser Bau ist speziell auf unsere Bedürfnisse auch ausgerichtet. Ina, du machst nichts. Generell Mercedes-Benz Design mittlerweile an mehreren Standorten in der Welt. Wir haben ein Designstudio in Carlsbad in Kalifornien. Wir haben eins in Yokohama, seit kurzem auch in China in Beijing und in Como in Italien. Das ist speziell für mich ein sehr wichtiger Ansprechpartner. Italien, Como, Stadt der Seide, eine Stadt mit sehr großer textiler Tradition und natürlich nach wie vor Oberitalien, Mekka aller Designer, speziell auch wenn es ums Thema Materialität geht. Hier sehen Sie nochmal einen kleinen Einblick in unser Gebäude, diesen Fächerbau von Renzo Piano. Offene Kommunikation, vernetztes Denken, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, wie wichtig das in der Zukunft sein wird.
Das gewährleistet dieser Bau mit seiner sehr offenen Struktur. Wir haben verschiedene Ebenen. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Werkstattbereich, wo oben die Designer sitzen und direkt nachvollziehen können, nachfolgen können, was unten in den Modellier- und Werkstattbereichen geschieht. Ja, ein Auto entwickeln, wie lange dauert denn das überhaupt? Nach wie vor, sage ich mal, von der ersten Strategiephase bis wir wirklich zum Job Number One, das heißt das erste kundenfähige Fahrzeug entwickelt haben, vergehen zwischen 4 bis 5 Jahren. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Zeitraum. Wir müssen gewährleisten, und Mercedes-Autos sind Fahrzeuge, die im Schnitt bis zu 25 Jahre auf der Straße sind. Was möchte unser Kunde? Was erwartet er von unserem Fahrzeug in diesem langen Zeitraum? Natürlich auch verbunden mit den ganzen technischen Anforderungen. Denn unser Ziel ist es natürlich, und dafür zeichnen sich unsere Fahrzeuge auch aus, dass sie einen hohen Werterhalt haben, dass auch in diesem Jahr 2034 der Mercedes, den Sie heute kaufen, noch vernünftig aussieht. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht nur mit unserer Gegenwart, sondern die Zukunft ist unsere Perspektive, sei es auf technologischer Basis, aber auch was für uns Designer natürlich sehr wichtig ist, wie verändert sich unser Geschmack, was wünscht sich der Kunde von morgen und wie ist er auch noch in 2034 mit seinem Fahrzeug gut angezogen. Aber jetzt, wie gesagt, würde ich Sie gerne mal einladen in kleine Historie, in Historienreise, Textil und Auto, wie hat sich denn das entwickelt? Ich werde oft auf Symposien gefragt, was sind denn so die innovativen Materialien fürs Auto, was kommt denn neu? Sag, also unsere Innovationen haben wir schon 1886 gezeigt, da waren nämlich genau die Materialien drin, die heute noch immer in vielen alten Bereichen für uns dominierend sind. Holz, Leder, Metall. Das Spannende war, wenn ich jetzt über Polster nachdenke, damals kamen die Fahrzeuge inspiriert von der Kutsche auf den Markt. Leder auf Sitzböcken, man saß ja auf wie so eine Art Kutschbock, hatte nicht diesen Prestigewert, den es heute hat im Fahrzeug, sondern war schlichtweg ein funktionales Material. Die Fahrzeuge waren offen, da kam auch mal Regen drauf. Textil wäre hier gänzlich ungeeignet gewesen. Erst als dann 1902 mit dem Mercedes, mit dem Mercedes Simplex die klare Aufteilung in einen Motorraum, in ein Fahrwerk und in eine Fahrgastzelle kam, war der nächste Schritt nicht fern, auch eine geschlossene Karosserie anzubieten. Und hier kam plötzlich das Textil auch mit ins Spiel. Am Anfang nur funktionale Gründe, vielleicht Dichtungen, kleine Dinge. Plötzlich hier das, was Textil ausmacht, Schutz, warm, schmeichelnd, kam in das Fahrzeug rein. Und das Interessante war, der Fahrer oft draußen sitzend saß auf dem Leder, und die Herrschaft in ihrem Separé saß auf edelsten Wollstoffen, bis hin zu Brokaten. Ja, heute ist das ein bisschen anders. Heute verkaufen wir noch 0,1% Textil in einer S-Klasse. Der Rest ist Leder. Also da hat irgendwann mal ein Imagewandel stattgefunden. In den 20ern, 30ern, da fing es jetzt auch an, dass Textilien wirklich für Fahrzeuge, weil einfach die Stückzahlen größer wurden, exklusiv produziert wurden. Bestandteile der Textilien damals hauptsächlich auch Wollstoffe. Ja. So, und jetzt wird's spannend. Nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich der Beginn der Massenmotorisierung, speziell hier in Europa. In den USA war das mit Ford natürlich schon etwas früher gelungen. Und plötzlich kamen ganz neue Dinge dazu. Die ersten Design- und Gestaltungsabteilungen, die es in den USA schon vor dem Krieg kam, wurden auch in der europäischen Automobilindustrie eröffnet. Es gab auch die ersten Leute, die sich explizit um die Materialitäten
Gedanken gemacht haben. Spannend ist auch immer zu sehen, wie hat denn unser Umfeld, die Mode, das Möbeldesign, so das Auto beeinflusst. Ich habe mich schon gefreut oder ich habe mich vorher gefreut, dass es auch die Automobilindustrie mittlerweile ein Inspirationsgeber ist. Damals war es vielleicht noch ein bisschen anders. Die 50er, sehr beschwingt, jeder kennt das, die Bilder stehen dafür. Petticoat, New Glamour aus USA, alles durfte glänzen. Und es kamen natürlich auch völlig neue Farben. Wie zum Beispiel die Amerikaner, bei uns noch nicht, kamen mit speziellen Stoff Lurex im Fahrzeug, dieser Glamour, also eine spezielle Faserentwicklung, die jetzt auch im Automobil sichtbar wurde. Ja. Ina, was war denn sonst noch so drin in den Stoffen? In den 50er Jahren waren hauptsächlich die Fahrzeugtextilien, vornehmlich aus Polypolymer mit Viskosemischung, was dem damaligen Marktangebot an textilen Fasern entsprach. Für die textilen Bezugsmaterialien wurden deutlich gröbere Garne verwendet. Die Stoffe fühlten sich griffig, hart und zum Teil kratzig an. Stimmt. 60er Jahre nach diesem ja fast barocken Design kam eine gewisse Verwissenschaftlichung ins Design, Ulmer Hochschule für Gestaltung. Die Ergonomie hat einen neuen Stellenwert in der Industrie gefunden. Es kam eine gewisse Versachlichung. Auch die Dekore, die Dessins wurden grafischer, geradliniger, die Farben etwas intensiver. Ja. Man sieht das hier sehr schön. Und es kam etwas Neues dazu, das mittlerweile, Ina, eine Segmentierung in der Fahrzeugbereich. Genau, die Segmentierung im Fahrzeugbereich setzte ein und hat sich natürlich in der Materialauswahl seinen Ausdruck gezeigt. In unteren Fahrzeugklassen kamen damals Schaftgewebe und Kunstleder zum Einsatz und Webvelour dann in den luxuriösen Modellen. Ja, was Sie sehr schön sehen, den Webvelour in luxuriösen Modellen, das Fahrzeug, das wir damals für den gebaut haben, der saß nicht auf Leder. Der saß auf einem schönen, schweren Webvelour zu der Zeit. Ja, die 70er. Ja, die 70er, ganz spannend. Das war eine Zeit, als wirklich die Mode sehr dominant war. Auch in den Farbausprägungen, in den Dessin-Ausprägungen. Ich kann mich noch erinnern, meine Familie, mein Vater fuhr auch eine S-Klasse in Olivgelb. Also gelb-grün mit einem olivfarbenen Wollvelour innen drin, heute undenkbar, obwohl die Farbigkeit vielleicht durchaus für einen Smart oder eine A-Klasse denkbar wäre. Ja, also hier war es sehr, sehr die Mode dominant und streute auch auf die Automobilindustrie sehr stark aus. In den 80ern? Ja, 70ern gab es ja dann noch den Siegeszug des Polyesters, der dann beim Fahrzeuginterieur zum Einsatz kam. Mit der Festlegung der stetigen Erweiterung von werkstofflichen technischen Anforderungen an das Textil soll eine Reproduzierbarkeit im Herstellungsprozess, zum Beispiel von Sitzbezügen, und somit dem stetigen Qualitätsanspruch sichergestellt werden. Mitte der 70er Jahren kamen dann zum ersten Mal länderspezifische werkstoffliche Anforderungen an alle Interieurmaterialien. Die US-Regierung fordert für alle Importfahrzeuge den Nachweis der Schwerentflammbarkeit. Dadurch wollte die US-Regierung den eigenen Automobilmarkt schützen. Wir sehen also auch hier eine Vielzahl von Auflagen, die wir bekamen, Schwerentflammbarkeit, auch die Qualitätsstandards hinsichtlich Abrieb fingen an, stärker zu werden. Und das waren eigentlich die Grundsteine dafür, dass wir noch heute, wenn wir ein neues Polstertextil bei Mercedes entwickeln, an die 2 Jahre brauchen, bis das fit für den Einbau im Fahrzeug ist. In den 80ern, ganz spannend, jeder kennt noch diese Yuppie-Zeit. Es ist auch immer sehr spannend, wieder zu beobachten, wo sind denn so die Parallelitäten. Die Damen werden sich erinnern, wir trugen Schulterpolster, Thierry Mugler. Man zeigte Leistung, das Yuppie-Tum kam hoch. Und eine konservative Firma, wie Mercedes bis dahin war, brachte ein solches Fahrzeug wie den 190e 2,516 raus, oder 2,3 am Anfang, mit einem Spoiler, was eigentlich ein Affront war. Ja? Aber man zeigte sich plötzlich, man zeigte Kraft, man zeigte Stärke in den 80ern. Spannend auch das Textil, und zwar jetzt hier der Siegeszug der Jacquard-Weberei. Hatten wir bis dato hauptsächlich Schaftmustern, kam jetzt plötzlich äußerst lebhafte
Jacquard muss damit an den Markt. So zum Beispiel, wie Sie es dort oben sehen, kann man sich kaum noch vorstellen, dass es in einem Mercedes drin war, in einem 190er. Dieses farbenintensive, große Muster, ja, was sich dann aber auch noch in die 90er weitergeführt hat. Ja, damals in den 80ern hatten dann andere Automobilhersteller zum Beispiel die Rundstrick-Velour und Raschel-Velour eingesetzt. Und auch hier sollte ein Hauch von Wertigkeit Einzug halten. Richtig, also damals kamen diese Velourisierten oder sage ich mal gerade Rundstrick-Velour und Raschel-Velour auf den Markt. Natürlich gibt's immer so eine gewisse Diffusion von oben nach unten. Der Velour war bekannt als hochwertig und jetzt kamen viele Marken und wollten diesen Hauch von Luxus auch in ihre niederen Segmente reinbringen. Führte natürlich dazu, dass irgendwann der Velour auch in Misskredit geriet und als muffig, als alt. Leder. Ja, und das Leder kam zur gleichen Zeit hoch. Ja. In den 80ern waren allerdings dann auch die Textilstoffe zum ersten Mal kaschiert mit Esterschäumen und verdrängten somit die bisher gängigen Wollfliese als Unterfütterung für die Sitzauflage. So, die 90er. In den 90ern, wir sehen noch dieser Trend, der Ende der 80er einsetzte mit den starken Jacquard-Musterungen, wurde noch weitergeführt. Ich kann mich wirklich noch gut an die Einführung dieser E-Klasse 210 erinnern, mit ihren sehr intensiven Jacquard-Musterungen in diesem Segment komplett ungewöhnlich zu dieser Zeit. Man hat sich wirklich darüber unterhalten, dass das Haar war noch ein Mittel, auch Design auszudrücken, Designwilligkeit, Andersartigkeit. Das hat sich heute etwas verändert, aber da werde ich nachher noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen. Gleichzeitig kam aber auch mit diesem ganzen Aufleben dieses IT-Hypes, Internet, alle diese Dinge kamen in den 90er hoch, auch ein gewisser Wertewandel hin zu Modernität. Alles wurde sehr technisch, Silber, ja. Es war über 10 Jahre unsere erfolgreichste Außenfarbe seit diesem Bereich und zeigt eigentlich sehr schön, wie gewisse Veränderungen in der Gesellschaft auch die Geschmackspräferenzen der Kundschaft verändern. Alles wurde technisch, unsere Strickware in den Himmeln, früher auch noch velourisiert, geraute Strickware, wurde technisch, man zeigte Struktur, es veränderte sich. Aber es kam auch wieder an die Technik neue Herausforderungen. Gut, in den 90er Jahren wurden dann auch zum ersten Mal die Grenzwerte für Emissionen aufgestellt. Die Fogging-Prüfung wurde eingeführt, um dem lästigen Beschlagen der Fahrzeugscheiben durch das Ausdünsten von Chemikalien aus dem Textil entgegenzuwirken. In den 90er Jahren kamen auch die ersten Fließkaschierungen für Bezugsstoffe zum Einsatz. Hergestellt aus recycelten textilen Abfällen, welche aus den Webereien und Zuschnittsabfällen der Bekleidungsindustrie kommen. Ein perfekter Öko-Kreislauf. Wo sind wir denn heute? Von den Geschmackswelten zu beobachten ist, wir haben einen Split. Wir merken, dass die ganze Diskussion um Nachhaltigkeit auch wieder eine Veränderung der Geschmackspräferenz, der Vorlieben des Kunden bewirkt. Beige zum Beispiel als Farbe ist mittlerweile unsere zweit erfolgreichste Farbe, nachdem wir jahrelang nur im Schwarzbereich und im Graubereich unterwegs waren. Das hat sicherlich seinen Ursprung in der Diskussion, in der Umweltdiskussion, aber wir erleben es auch in unserem Umfeld. Welche Hotellobby arbeitet heute noch mit metallischer Kühle, mit Distanziertheit? Überall sehen wir, dass dieses Coziness, dieses Cocooning, diese Sehnsucht nach Geborgenheit, unsere Geschmackspräferenz, unser Wunsch nach Wärme, dass dies eben sehr stark mittlerweile am Markt vertreten ist. Aber auf der anderen Seite auch die technische Emotion. Spannend auch hier, wie verschiedene andere Bereiche uns beeinflusst haben. Wir hatten überall die Diskussion über den technologischen Overkill. Die Leute hatten Angst, kann ich denn so ein Internet bedienen? Was macht eine Firma wie Apple? Es gibt seinen Produkten die Farbe der Unschuld, weiß.
Und plötzlich erscheinen diese Produkte nicht mehr in einem technisch distanzierten Licht, sondern in einem unschuldigen, ja fast jugendlichen oder kindlichen Outfit. Auch das hat uns sehr stark berührt. Mittlerweile weiß unsere dritterfolgreichst nach Schwarz und einem fallenden Silber die dritterfolgreichste Farbe. Und auch bei den Textilien merken wir das, wie Helligkeit mittlerweile gewünscht ist. Ja, okay. Unsere Textilien heute, die wir verwenden, wieder sehr zurückhaltend in der Musterung, viel Schaftgewebe. Das Textil darf nicht mehr für sich alleine stehen, sondern es muss eine Einheit werden. Es steht in Harmonie mit all den anderen Ingredienzien, die wir in einem Fahrzeuginnenraum haben. Es muss sich eingliedern, es muss Qualität zeigen, aber es steht nicht mehr vordergründig durch seine Farbigkeit oder Designierung im Vordergrund. Ja. Ja, eine der neuesten technischen Anforderungen an den textilen Sitzbezug ist die Antwort auf die Auto- und Freizeitmode. Das ist das mit den Klettverschlüssen. Der Klettbandtest ist nun ein werkstoffliches Prüfmerkmal. Ja, also das macht uns wirklich auch viel, viel Kummer. Die Veränderung der Mode, sei es einmal durch die Farbstoffe in den Textilien, die heute nicht mehr sehr farbstoffecht sind, sondern sich leider auch schnell auf unseren Bezugsmaterialien niederschlagen. Oder eben, wie die Ina das gerade gesagt hat, das Klettband, was natürlich für ein Textil eine ganz große Herausforderung ist, dass wir nicht diesen Stoff eben aufrubbeln mit all diesen Dingen. Beschränkt uns etwas in der Designierung und in der Art und Weise, wie wir den Stoff konstruieren. So, Anforderungen an das Design. Wie verändert sich das Thema? Speziell auch im Hinblick auf Textil. Wir haben uns neue Markenwerte gesetzt. Wir haben einmal diesen Markenkeks, wo wir sagen, Führungsanspruch. Wie können wir das erreichen? Sicherlich auch mit dem Thema Textil. Nachhaltigkeit, Innovationskraft, leistungsfördernder Komfort, Qualität, Design, Stil können wir damit ausdrücken. Aber auch, was wir im Design uns zum Ziel gesetzt haben. Liebe zum Detail, Qualität, Hochwertigkeit, Modernitätserlebnis. Sie können es lesen. Also eine Vielzahl von Werten. Und darum glauben wir, dass das Textil einen großen Mehrwert dazu beitragen kann oder viel dazu beitragen kann, diese Werte zu erreichen. Color und Trim, Farbe und Ausstattung. Wir hatten früher gesehen, 70er Jahre sehr stark die Mode, die plötzlich alles vereinnahmt hat. Heute ist es unsere Marke. Wofür steht unsere Marke? Die Materialauswahl und die Farbigkeit, damit charakterisieren wir auch eine Marke. Ein Smart muss anders aussehen wie ein Mercedes, ein Mini anders wie ein BMW. Ja? Also die Auswahl der Materialien und der Farbigkeit entsprechen heute auch der Markenbotschaft. Ja, und auch wir haben uns natürlich das Ziel gesetzt, dass wir die Designmarke sind in Bezug auf Auswahl von Farbe und Material. Welche Aufgabe hat das Color und Trim? Wir sprechen natürlich alle Sinne an. Nicht nur das Sehen, sondern auch das Riechen, das Fühlen und auch das Hören. Alles Dinge, alle Sinne, die auch das Textil ansprechen. Das Sehen ist klar, Riechen, wir hatten schon gehört, wir haben Auflagen, was Emissionen anbelangt. Das Fühlen kann auch jeder nachvollziehen, aber selbst das Hören. Wer hätte gedacht, dass wir unsere Stoffe auch hinsichtlich Geräuschen überprüfen? Wie verhalten die sich im Gebrauch? Reibt es an anderen Materialien, ergeben sich Geräusche? Ich hatte es vorher schon gesagt, was sind denn die neuen Materialien, die so kommen? Ich sage, das sind die traditionellen Materialien, die speziell für unser Haus mit seiner 125-jährigen Geschichte dominant sein werden. Das Holz, das Metall, Textil und Leder. Dies gilt es stilvoll und modern weiter zu interpretieren, aber auch in Verbindung mit sehr traditionellen Verarbeitungstechniken zu zeigen. Spannend, nochmal schnell zurück. Bei dem Bild waren die Pfeifen, die Verarbeitung im Sitz.
Ja, wir haben mit der neuen E-Klasse wieder eine alte Technik eingeführt, gefüllte Pfeifen. Das zeigt einfach, wie wichtig heute auch die Synthese aus Verarbeitung und Materialität ist. Unsere Aufgabe ist es natürlich, generell zu schauen, was sind denn so die Trends. Ja. Wie arbeiten wir damit? Wir erstellen Moodboards. Wir versuchen natürlich auch unsere Vorstände, unsere Entscheider zu informieren, wo gingen verschiedene Dinge hin. Hier sehen Sie exemplarisch ein paar Beispiele dazu, welche Trends auch von der Farbigkeit und Materialität für uns wichtig sind. Wichtig ist aber, im Gegensatz zu vergangenen Zeiten, dass wir heutzutage zwei Filter anwenden. Erstmal, was ist Automobil geeignet? Und als zweites, was ist geeignet für unsere Marke Mercedes-Benz? Wichtig, wenn wir diese Verbindung sehen, Stil und Marke, ist natürlich diesen Stil auch zu entwickeln. Und ich glaube, Sie stimmen mir alle zu, für einen Mercedes sehen wir eher die untere Welt und Vivienne Westwood als Inspirationsgeberin für Mercedes. Sicherlich interessant zu verfolgen, was sie macht, aber es auf unser Haus zu adaptieren, sehr, sehr schwierig. Wir sind nach wie vor der Meinung, ein Mercedes ist modern, aber nicht modisch und somit können wir gewährleisten, dass einfach guter Stil unvergänglich ist. Wichtig natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Marketing- und Vertriebsleuten, auch die permanente Analyse von Verkaufstrends, Take-Rates ist sehr wichtig. Die geben uns natürlich auch einen Aufschluss darüber, wie entwickeln sich gewisse Dinge weiter. Textil als Differenzierungsmerkmal. Wir entwickeln unsere Textilien natürlich auch, um verschiedene Käufergruppen anzusprechen. Innerhalb eines Fahrzeugs haben wir drei Lines, einen Einstiegs-, einen Basic-Typ Classic genannt, dann eine Elegance und ein Avantgarde. Das ist natürlich auch unsere besondere Herausforderung. Wie können wir durch die Verarbeitung, durch den Materialeinsatz, durch den Garneinsatz verschiedene Ausdrücke generieren, um verschiedene Kunden und verschiedene Kundengeschmäcker anzusprechen? Chanel hat es schon immer sehr schön gemacht. In jeder Kollektion von jedem Jahr sehen Sie ein Chanel-Kostüm, was den typischen Chanel-Stoff weiterinterpretiert hat. Das ist genau unsere Intention, einen neuen Stoff zu entwickeln, den man aber ansieht, dass er von Mercedes ist. Gut, Anforderung an die Technik. Der Kunde erwartet von einem Mercedes ein begeisterndes Design und beste Qualität. Diesen Anspruch haben wir selbstverständlich bei der Materialauswahl und deren Entwicklung. Die Konzepte und Vorstellungen der Designer hinsichtlich der Materialauswahl stellen die Entwickler, die für die technische Realisierung verantwortlich sind, immer wieder vor besonderen Herausforderungen. Textil-Dekormaterialien werden bei Mercedes hauptsächlich im Fahrzeug Himmel und Säulen als Verkleidungsmaterial aus Strickwirkware einverwendet. Textile Gewebestrukturen hingegen kommen zum Einsatz bei Sitzbezügen und je nach Baureihe auch als Türmittelfeld. Die Realisation eines faszinierenden Designs mit einer tollen Optik ist die eine Herausforderung, aber die Erfüllung der technischen werkstofflichen Anforderungen des Textils ist die andere. Die Sitzanlage im Fahrzeuginnenraum hat eine zentrale Bedeutung. Es ist das dominierende und meistgenutzte Bauteil. Der Sitzbezug hat die Funktion, dem Insassen einen optimalen Sitzkomfort zu bieten, soll optisch dauerhaft ansprechend sein, sowie dynamischen, statischen und mechanischen Belastungen standhalten. Und hier entsteht das Spannungsfeld zwischen Design und technischer Entwicklung von textilen Materialien. Die Begeisterung für ein tolles Erscheinungsbild der Sitzanlage ist schnell verflogen, wenn der Kunde Einschränkungen oder Beschädigungen im Alltagsbetrieb hinnehmen muss. Aus diesem Grund stellen wir bei Mercedes-Benz einen Sitzbezug und somit ein Sitzbezugsmaterial besonders hohe und spezielle Anforderungen. Zum einen, um die gesetzlichen Vorschriften sowie die Mercedes-Benz-internen Vorgaben und Ziele einzuhalten und zum anderen die Kunden- und Marktanforderungen zu erfüllen. Alle neuen textilen Entwicklungen, den Polsterstoffen und deren Kaschierungen werden immer unter der Berücksichtigung der werkstofflichen Anforderungen sowie unseren technischen Funktionsvorschriften und deren Zielvorgabe abgeprüft. Ebenso werden mit allen neuen Stoffentwicklungen Verarbeitungsversuche in der Näherei und Polsterei durchgeführt, bevor eine Serienfreigabe erteilt wird.
In Zusammenarbeit mit den Fachbereichen aus Design, technischer Entwicklung sowie unserer Werkstoffprüfung und den Textillieferanten werden alle Aspekte der optischen sowie werkstofflichen und technischen Umsetzung realisiert. Oft genug müssen hierbei Kompromisse gesucht und eingegangen werden. Die technischen Absicherung von Polsterstoffen erfolgt zum einen auf Prüfständen, die den praktischen Anwendungsfall im Fahrzeug simulieren, und zum anderen erfolgen Fahrzeugerprobungen. Auf diesem Bild sehen Sie ein Beispiel für unseren Funktionsprüfstand. Mit dem Roboterprüfstand werden das Ein- und Ausstiegsverhalten sowie der Lastwechsel im Fahrbetrieb simuliert. Zusammengefasst müssten die Textilien für den Einsatz im Automotive folgende Anforderungen erfüllen: Schwerentflammbarkeit, gesundheitliche Unbedenklichkeit und Gefahrenstofffreiheit. Das Textil muss scheuerbeständig, formstabil sowie heißlichtecht und alterungsbeständig sein. Auch nach 15 Jahren soll das Textil immer noch seine mechanischen Eigenschaften sowie seinen optischen und haptischen Charakter aufweisen. Von den ersten Designentwürfen bis zur Festlegung der Stoffdesigns, der Farbausmusterung sowie deren technischen und werkstofflichen Seelenfreigabe vergehen mehr als 24 Monate. Erst mit einer abgeschlossenen Entwicklungsstand des Textils kann die Sitzbezugsentwicklung gestartet werden. Beginnt mit der Konzeptphase und den ersten Ideen für Stoffoptiken über die Ausarbeitung der Stoffdesigns bis hin zu den ersten technischen Beurteilungen. Mit dem Vorstandsbeschluss erfolgt die Serienumsetzung mit technischer Absicherung, werkstofflicher Festlegung sowie Start der Sitzbezugsentwicklung. Mit Abschluss der Farbausmusterung und Erfüllung aller technischen und werkstofflichen Vorgaben kann eine Serienfreigabe für das Textil erfolgen. Die Serienfreigabe des Textils ist die Grundvoraussetzung für die Freigabe Sitzbezugs. Erst wenn das Textil alle Hürden der Anforderungen erfüllt hat, wird daraus ein Sitzbezug, der dann letztendlich in der Serienproduktion zum Einsatz kommt. Wir haben noch 2 Minuten. Ich schwöre all das. Einen kleinen Ausblick in die Innovation, in die Zukunft von Textil. Was sehen wir kommen? Generell das Thema Nachhaltigkeit haben wir angesprochen. Natürlich auch in unterschiedliche Richtungen. Einmal das Thema Natürlichkeit, neue Materialitäten, aber auch in einem Thema Leichtbau. Nächstes. Aber auch in der im Textilbereich die Rückbesinnung auf durchaus bekannte Fasern. Leinen, Wolle, Kaschmir, Seide, Bambus, das sind hier die Schlagwörter, die uns sehr, sehr beschäftigen momentan. Ja, allerdings stoßen wir hier an die Grenzen der Realisierung. Die naturlastigen Materialien erfüllen noch nicht immer die gewünschten Mindestanforderungen. Hierbei wünschen wir uns eine deutlich engere Zusammenarbeit zwischen dem Textilhersteller, den Garnproduzenten und unserem Haus, um diese Hürde letztendlich zu bewältigen. So, hier nochmal ein Bild von unserem letzten Showcard, das sehr schön zeigt. Wir hatten ein paar Mal schon die Synthese gesehen. Funktion und Design, Leichtbau, ein großes Thema für unsere Fahrzeuge. Auch hier die Herausforderung an Sie, die Funktion in die Textilien zu integrieren. Ja. Die Anforderungen an das Textil im Fahrzeuginnenraum werden und müssen weiterhin steigen. Es muss eine Umorientierung des Textils hin zu einer deutlich ausgeprägteren Funktionalität mit innovativen Materialeigenschaften erfolgen. Textilien mit multifunktionalen Eigenschaften haben einen deutlich höheren Mehrwert und Kundennutzen. Daher stehen bei Mercedes die funktionalen Eigenschaften der Textilien mehr denn je im Vordergrund. Ganz oben auf unserer Wunschliste steht daher Erhöhung und Verbesserung der Sitzkomforteigenschaften. Dabei sollen innovative Textilien zum Einsatz kommen, die einen Klimaausgleich sowie Feuchtetransport ermöglichen. Ganz selbstverständlich legt der Kunde heutzutage bei seiner Bekleidung auf klimaphysiologischen Tragekomfort großen Wert. Konsequenterweise soll und muss dies genauso beim Sitzbezugsmaterial, dem Textil, gelten. Das klimaphysiologische Verhalten des Sitzbezugsmaterials und dem textilen Unterbau gehört sozusagen zu dem erweiterten Tragekomfort der Insassenbekleidung und kann auch nur indirekt durch die Klimaanlage beeinflusst werden. Textilien im Fahrzeug, insbesondere bei der Sitzanlage, müssen zukünftig immer mehr klimaregulierende Funktionen übernehmen. Ob ein Sitzbezug in der Lage ist, die Feuchtigkeit abzutransportieren, trägt im erheblichen Maße zum Wohlbefinden in einem Fahrzeug bei. Wird Transpiration bei den Insassen vermieden, werden hohe Umgebungstemperaturen als erheblich erträglich empfunden.
Garne- und Gewebekonstruktionen sowie textile Kaschierungen, die eine ausreichende Feuchtigkeitsaufnahme ermöglichen, ohne sich dabei feucht oder gar nass anzufühlen, verbessern nicht nur das Wohlbefinden des Insassen, sondern sie reduzieren auch das elektrostatische, die elektrostatische Aufladung und zeigen ein geringeres Anschmutzverhalten. Okay. Ein Punkt noch wollte ich nur ganz kurz mitteilen. Textilien können auch einen Beitrag zum Fahrzeugenergiemanagement leisten, um zum Beispiel die Reduzierung der Klimaanlage durch die Heizung zu ermöglichen. Dabei sollen textile Materialien eine Temperaturregulierung übernehmen. Das ist abgekürzt. So, Sie sehen, wir sind extrem in Zeitdruck geraten. Entschuldigen Dankeschön, Sie, Frau Gottschwald. Es waren 20 Minuten. Wir schließen einfach mit diesem Bild. Lesen Sie es bitte noch durch. Was sind unsere Forderungen an Sie? Wir haben sicherlich viele Herausforderungen gemeinsam zu meistern, aber ich denke, wir haben von dem deutschen Ingenieurwesen gehört, wir werden das gemeinsam schaffen. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Danke.